Ich bin Jasmin, ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere aktuell den Master in Music and Creative Industries in Mannheim an der Popakademie. Davor habe ich meinen Bachelor in Stuttgart gemacht und da komme ich auch her, an der Hochschule der Medien, Medienwirtschaft, und habe im Rahmen dessen mal ein Praktikum bei der Universal gemacht im A&R-Bereich. Bin dann da ein bisschen hängen geblieben, habe noch verlängert und bin in den Digitalbereich gerutscht. Und da bin ich dann, also ich bin quasi von einem ins nächste reingerutscht, ins Spin-Up. Diese Distributionsplattform für ungesignte Künstler, wo ich als Talent-Scout dann aktiv bin seit 2 Jahren. Und bin dann quasi nach meinem verlängerten Praktikum zurück nach Stuttgart und habe da bei Chimperator Live als Booking-Assistentin und Assistentin in Geschäftsführung angefangen zu arbeiten für 2 Jahre, während ich noch meinen Bachelor fertig gemacht habe, und habe dann im Anschluss, quasi jetzt 2017, den Master angefangen. Für mich war ein Kernmoment im Networking so tatsächlich, wie ich zu meinem Job bei Chimperator gekommen bin. Kam auch über Spin-Up, da hatten wir ein Talent-Scout-Meeting, da habe ich dann mega viele Leute kennengelernt, von denen ich vorher noch nie was gehört habe oder nie gesehen habe. Und es war ganz aufregend. Und da habe ich quasi einen kennengelernt, der aus Tübingen kommt, der mit den Chimperator-Jungs ganz gut in Kontakt ist. Habe dem erzählt, dass ich zurück nach Stuttgart gehe und auch mal gucken, wo ich quasi unterkomme, was ich so machen kann. Er hat dann quasi, also darüber bin ich dann quasi noch bei Chimperator reingekommen. Er hat mich mit den Jungs connected, ich habe mich beworben und habe dann einen Job bekommen. So, das war für mich so ein Kernmoment auf jeden Fall. Warum Networking eben noch wichtig ist, ist vor allem in der Musikbranche: es gibt eigentlich wenige Leute, die alle Kompetenzen einfach haben, um, was weiß ich, ein Signing zu machen, ein Album rauszubringen, komplett mit Video, Promo, Marketing, alles, was man eben quasi im Rahmen von Musikveröffentlichung oder Booking oder Publishing und so Sachen hat. Du hast wenige Menschen, die alles können, wenn überhaupt einen. Und da brauchst du halt eben auch dieses Networking. Du musst die Leute kennenlernen, du musst dir ein Team zusammenstellen können, du musst halt auch fähig sein als Künstler, die passen vielleicht nicht zu den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, aber dann zu anderen, die du mal, keine Ahnung, vom Reeperbahn-Festival oder an der Pop-Akademie eben kennengelernt hast. Deswegen ist es halt total wichtig. Es gibt zu viele unterschiedliche Optionen und du brauchst für alle die genau richtigen Leute, und deswegen ist Networking total wichtig. Es gibt auf jeden Fall Hindernisse oder Herausforderungen beim Networking, weil, also das ist ja total eine total persönliche Sache erstmal. Da muss halt für mich persönlich die Laune erstmal stimmen. Wenn ich halt in einer scheiß Laune auf so ein Event komme oder irgendwo wo bin, wo Leute sind, die interessant sind, dann kann mir das schon mal ganz krass im Weg stehen, wenn die Laune erstmal nicht passt oder man irgendwie sich gerade nicht danach fühlt, und wenn auch die Unterhaltung nicht so ganz anläuft und man sich mit der Person eigentlich gar nicht so gut versteht, aber gerne mit der Person zusammenarbeiten würde. Was ich finde, was da hilft, ist, wenn man auch mit anderen Leuten zusammen quasi dahin geht und es ein bisschen lockerer ist, weil es in einer Runde ist und eine Gruppe dabei ist. Was da vielleicht ein Problem sein könnte, ist, wenn man zu sehr in seiner Komfortzone dann verweilt, weil man mit seinen Freunden halt oder mit seinen Kollegen so ist, dass man dann tatsächlich gar nicht erst rausgeht. Das ist so ein ganz schmaler Grat, wo man dann es locker angehen sollte, aber nicht zu locker und sich dann quasi unnötig auf diesem Netzwerk-Event befindet, weil du nicht netzwerkst. Also bei mir nicht. Klar, man nimmt mit Leuten online Kontakt auf, wenn man sie kennt oder eben nicht kennt, aber Netzwerken findet hauptsächlich auf Veranstaltungen statt. Reeperbahn-Festival, Future Music Camp, selbst Partys und so Sachen, die bringen viel mehr, als wenn du Leuten einfach nur schreibst. Und ich treffe mich mehr mit den Leuten, als dass ich ihnen schreibe. Mir ist auch so Mimik und Gestik wichtig und dieses Kennenlernen. Und ich finde, das schenkt sich so eigentlich nichts. Man muss beides ein bisschen pflegen, aber persönlicher Kontakt geht vor. Ich finde, solche Hemmungen kann man, also dass man die nicht mehr hat, das kann man üben, indem man tatsächlich sich vorbereitet einfach auf die Events, auf die Veranstaltungen. Man weiß meist im Voraus schon, wer da alles sein wird. Man kann sich über die Person informieren, man kann sich über die Projekte, die da aktuell laufen, informieren und einfach sich ein bisschen darauf vorbereiten, okay, mit wem spreche ich? Kenne ich Leute, die mit dieser Person schon mal gesprochen haben? Selber vielleicht einfach so ein paar Einstiegssachen, auch wenn es eklig klingt, ein bisschen üben, einfach so kurz und knapp formulieren können, wer man ist und was man kann, weil die hören Leute nicht
die ganze Zeit zu. Du hast so tatsächlich, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden maximal Zeit, um eine Person von dir zu überzeugen, bist du der erste Eindruck. Und das kannst du üben. Ich finde die Trennung zwischen privaten und beruflichen Kontakten in sozialen Medien, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schwierig finde oder nicht, weil ich finde, das ist eine aktive Entscheidung, etwas so an sich ranzulassen oder nicht. Auch wenn du Leute beruflich kennenlernst, mit denen dann irgendwie auf Facebook eine Freundschaft eingehst oder Instagram-Following und so Sachen, du erfährst halt so viel persönliche Sachen, dass es sich direkt wie ein privater Kontakt anfühlt. Aber da musst du dir halt einfach bewusst sein, dass es vielleicht einfach nicht so ist, dass du der Person vielleicht nicht einfach schreiben kannst, yo, was geht ab und so Sachen, sondern halt, dass man da wieder formeller ein bisschen mit umgeht. Ich finde, man sollte fähig sein, das so ein bisschen zu trennen, aber ja, du hast recht, das verschwimmt auf jeden Fall komplett diese Grenzen. Du weißt meist gar nicht mehr, wo du manche Leute kennengelernt hast, die in deinem Feed auftauchen. Aber da muss man einfach selber versuchen, den Überblick zu behalten. So ein Tool habe ich nicht. Wäre aber eigentlich ganz gut. Sonst bin ich, also ich bin sehr stark auf sozialen Medien halt unterwegs und kriege quasi immer mit, wer wo gerade was macht und wie involviert ist. Wenn mich das interessiert oder wenn ich etwas Interessantes für die Person habe oder irgendwie andersrum, wenn da halt irgendwie ein Bond zustande kommt, dann nehme ich eben darüber Kontakt auf oder eben telefonisch oder E-Mail, falls vorhanden. Ansonsten ist aber natürlich das eine krasse Gelegenheit, wenn man den Leuten einfach online schon schreiben kann. Kontaktpflege selten, wenn ich an die Leute denke, wenn es da überhaupt persönliche Geschichten dazu gibt, wenn ich Leute einfach mal auf so einem Event kennengelernt habe, ohne dass man tatsächlich persönliche Geschichten irgendwie ausgetauscht hat, dann fällt es schwer, auch diesen Kontakt zu pflegen. Dann ist es halt, wenn man sich wieder sieht, dass man da irgendwie dran bleibt. Tipp ist, wenn man irgendwie eine Veranstaltung vor sich hat, wo jemand da ist, den man kennenlernen möchte, aber man merkt, man ist irgendwie gerade nicht fähig, wie vorhin gesagt, mit diesen Hemmungen, die man hat, dann ist es einfach nicht schlimm, weil die Person kommt wieder oder ist irgendwie anderweitig erreichbar und man darf sich da nicht so krass verkopfen, man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Authentizität und Ehrlichkeit steht für mich immer an erster Stelle und wenn jemand zu mir kommt, der auch einfach offen ist und mir nichts vorspielt, dann unterhalte ich mich viel lieber mit der Person und das sehe ich quasi auch andersrum. Also ich würde niemals zu einem Menschen gehen und irgendwie gefaked irgendwie was erzählen oder so. Deswegen Ehrlichkeit auf jeden Fall, seid so wie ihr seid und bereitet euch vor auf jeden Fall. Und wie gesagt, üben und lächeln.